Aufgabe 2. Hier geht es um das Rechnen mit Zeiteinheiten und ebenfalls wieder um Mal, geteilt, Plus und Minus. Das heißt, auch hier rechne ich zuerst Punkt vor Strich, also ich rechne zuerst das Geteil und dieses Mal aus, bevor ich Plus und Minus rechne. Das heißt, ich rechne zuerst diese Klammer hier aus. Das gibt 1, heißt, ich habe das erste Zwischenresultat, dann rechne ich die zweite Klammer aus. Fünf mal 35, das gibt 175 Zwölftelstunden. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ich will alles in dieselbe Maßeinheit bringen. Das heißt, ich möchte diese Stunden hier auch in Minuten umwandeln. Eine Stunde hat 60 Minuten, das heißt, ich kann eigentlich hier 60 mal 175 geteilt durch 12 hinschreiben. Und jetzt muss ich hier aber die richtige Maßeinheit noch haben. Das sind nicht mehr Stunden, sondern Minuten. Und das kürze ich noch etwas. Hier mit 12, dann bekomme ich 5 und hier unten 1. Das heißt, ich habe 5 mal 175 Minuten, das gibt 875 Minuten. Das ist nun das zweite Zwischenresultat. Das heißt, ich habe das nun hier oben einsetzen. Dann habe ich 929 Minuten plus das erste Zwischenresultat, diese Klammer hier, 156 Minuten minus die zweite Zahl, das heißt 875 Minuten. So, das muss ich nun ausrechnen.
So, das heißt, diese Rechnung hier oben ergibt 210 Minuten. Nun ist aber das Ergebnis in Stunden und Minuten verlangt. Das heißt, ich muss diese Zahl hier noch umformen. Und zwar weiß ich, dass 180 Minuten sind gleich 3 Stunden. Das heißt, ich habe hier 3 Stunden. 210 minus 180 gibt 30 Minuten. Und das ist das verlangte Schlussresultat.